Was geht ab, meine werten Freunde und Freundinnen, und willkommen zurück zu einem neuen Part von Deponia Doomsday. Wir sind auf Elysium. Wir haben es im letzten Part geschafft, endlich dahin zu kommen, wo wir lang ersehnt hin wollten, und mussten feststellen, die Zeit passt nicht ganz zu dem, was wir gerne hätten. Zweiter Versuch. Sind Sie sicher, dass... Ich sagte, ich schaff das. Ich würde die gerne jetzt rausnehmen, hier reinmachen und dann da abbrechen. Beweg dich endlich! Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Abwarten. Ich probier's mal mit dranhängen. Was? Nein, stopp! Rufus? Ich kann nur. Ich finde es übrigens lustig, wie er die ganze Zeit in Gebärdensprache mit seiner Hand redet. Mit einer Hand. Finde ich cool. Achso, ich muss Button smashen. Ich sehe es jetzt erst oben links, Gott. Wie? Tja, ganz so war es nicht geplant. Hallo? Welcher Idiot war das? Na warte. Goal? Rufus? Die Orbit-Elfe aus meiner Vision? Mein Name ist Goal. Goal, genau. Dann war das wirklich die Zukunft, die ich gesehen habe. Ich habe mit dir zusammen die Welt gerettet. Ja, wow. Gut gemacht. Sieht das für dich nach einer geretteten Welt aus? Ja, ich wollte gerade fragen. Was ist passiert? Du hast uns im Stich gelassen. Das ist passiert. Ich habe mich geopfert. Für dich. Für Deponia! Ja, das dachte ich auch erst. Aber ich hatte viel Zeit, darüber nachzudenken. Im Endeffekt hast du es wieder nur allein für dich getan, oder? Darf ich kurz stören? Ihr habt offenbar viel zu bereden. Aber ist das hier wirklich der richtige Zeitpunkt? Halt dich da raus, Gerümpelstilzchen. Nein, der Chronicle hat recht. Wir können das später noch klären. Erstmal müssen wir hier weg. So, wir haben hier auf jeden Fall den Haken. Das habe ich schon gesehen. Und da oben können wir den Haken gegenwerfen. Warte mal, wir sollten vorher... Traumfrauen sind doch was für Anfänger. Echte Profis haben Visionsfrauen. Ich hoffe, er passt gut auf. Immerhin ist er ja sowas wie mein neuer Azubi. Ich erinnere mich dann nur an den letzten Part. An den letzten Teil. Oh Mann, unser Fan, unser größter Fan. Headshot. Perfekt. Rufus? Du, Rufus, du solltest nicht... Okay, jetzt mal im Ernst. Okay, wie hat er das gemacht? Rufus, nein, du... Das ist das Einzige, was diesen Turm noch zusammenhält. Ich kann kaum hinsehen, aber immer noch besser als runter. Ich meine, hier ist nichts mehr, also... Goal! Aufwachen! Verdammt, dass das auch immer wieder passieren muss. Ich meine, passiert gewesen sein werden worden muss. Warum? Ich will nicht. Ding Dong! Aufwachen! Was? Wo? Huch? Ja, genau. Huch, wie in... Huch, das ist aber nicht die richtige Zeit für ein Nickerchen. Moment mal, du hast doch den halben Turm zum Nein, den ganzen. Gebracht. Die Hälfte? Den Bärenanteil? Ach, was rede ich? Den Löwenanteil? Rar. Kannst du zur Zeitmaschine klettern? Zeitmaschine? Das wäre dann wohl hier. Aber Zeitmaschine? Ich erklär's dir später. Erst einmal müssen wir hier weg und du gehst vor. Na gut. Ich versuch's. Gut sieht das aus. Du hast dich fit gehalten. Ich mag sogar die neue Frisur. Bisschen kurz, aber... Apropos halten. Wie wäre es, wenn du die Fresse halten würdest? Und pumpiger bist du auch geworden. Alles klar bei dir? Ja, super. Meine Heimat ist zerstört, die meisten meiner Freunde sind tot oder verschüttet. Und jetzt hängt auch noch dieser Kackhaken fest. Warte. Nein, ach, wieso muss ich denn jedes Mal? Ich wünschte, ich hätte die Wahl.
Nicht runtergucken, Mac? Würde mir im Traum nicht einfallen. Ich bin nicht schwindelfrei. Was auch immer. Hauptsache, du verpasst die aktuelle coole Rufus-Action. Die coole Rufus-Action. Bereit? Wofür? Lass dich überraschen. Dann wahrscheinlich ich nicht. Will am liebsten gar nicht, dass du... Ich muss ja, ich... Drei? Was hast du vor? Na was schon? Zwei? Stopp! Nicht! Zweieinhalb? Du wirst uns noch umbringen! Wieso zählt er jetzt hoch? Ach, jetzt bin ich durcheinander geraten. Ah, ist auch egal. Eins. Das war erniedrigend. Ich hab nichts gesehen. Ehrlich. Das Piercing ist neu, oder? Ach, das war ein Piercing? Themenwechsel, okay? Wenn's sein muss. Was stehen wir als nächstes an? Ich versuche noch immer die Armaturen zu verstehen. Irgendwo muss es eine Funktion geben, die uns zurückbringt. Zurück? Ist doch Blödsinn. Wir haben eine Zeitmaschine. Wir können überall hin. Hier zum Beispiel. Nicht? Du weißt doch gar nicht, was... Ah! Weg da! So geht das. Ganz smooth. Wie ein Adler. Oh, das sollte keine Anspielung sein. Ich hab's ja erwähnt. Das ist die obere Aufstiegsstation. Jetzt aber. Brenne, Elysium, brenne. Das ist Elysium. Zumindest die unteren Schleusen. Und deutlich weniger zerschmettert als gerade eben noch. Zeitmaschine also, ha? Huh? Meiner Einschätzung nach sind wir etwa in derselben Zeit gelandet, zu der wir vorhin losgereist sind. Ein Tag mehr oder weniger. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Das da oben sind meine Koffer. Es ist der Tag, an dem ich mit Cletus nach Deponia ging. Ja, auf dieser Reise wirst du mich kennenlernen. Zusammen retten wir dann Deponia. Um dich anschließend selbstverliebt in den Tod zu stürzen. Mein Gott, willst du mir das jetzt ewig aufs Brot schmieren? Es ist nun mal geschehen. Eigentlich ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geschehen. Ja, wird geschehen sein. Die Sache ist doch, es ist Schnee von gestern. Schnee. Du meinst von morgen. Ein alter Hut. Ein neuer Hut. Langsam gehst du mir echt auf den Sack weg. Warte mal. Heißt das, wir können es noch ändern? Könntet ihr bitte aufhören, das Zeitkontinuum zerstören zu wollen? Mit jeder Sekunde, die wir uns hier aufhalten, richten wir mehr Schaden an. Wir müssen zurück in unsere Zeiten. Ohne mich. Ich dachte, meine Zeit sei abgelaufen. Nun kann ich sie mir zurückholen. Goal! Und tschüss. Goal! Himmel, Herbert, noch eins! Sie hat die Zeitmaschine gestohlen! Wie sollen wir denn jemals hier wegkommen? Wegkommen? Wozu? Wir sind auf Elysium. Und eine Goal gibt es hier auch? Ich habe es endlich geschafft. Aber die Zukunft! Ach, nun lass mich doch mal mit deiner bescheuerten Zukunft zufrieden. Du hast doch gesehen, was für Drecksladen das ist. Und glaub mir, es wird nicht besser. Später gibt es noch nukleare Winter, Fuelox, Schnurrbärte. Moment, sagte sie nicht, dass du dich in den Tod gestürzt hast? Ach ja, ich muss es irgendwie überlebt haben. Ich erinnere mich deutlich daran, alt und verbraucht gewesen zu sein. Furchtbar. Keine Ahnung, wie du das aushältst. Kann es sein, dass... Nein. Oder? Kann es etwa sein, dass... Ich habe mir oft genug den Kopf für den Rest der Welt zerbrochen. Es wird Zeit für mein Happy End. Dude, denk nicht nur an dich, Egoist. Denk mal an die anderen. So, hier haben wir Mac. So ein Spielversauer. Wir sind immerhin auf Elysium. Und er verbreitet schlechte Laune, nur weil seine heißgeliebte Raumzeit kollabiert. Die betrifft alle, Rufus. Irgendwas muss ich übersehen haben. Stimmt. Und zwar, wie ich lässig in meinen wohlverdienten Sonnenuntergang reite. Und wie du an das dafür notwendige Pferd gekommen bist. Du kriegst offenbar gar nichts mit. So, dann gehen wir mal nach da oben. Können wir auch rüber? Tatsächlich. Wir können auch nach vorne. So, was haben wir denn hier? Rohre. Aha, da haben wir ja das Dingsi, mit dem man Bumsi-Dinge tun kann. Ein Bastler sieht sowas auf. Aha, genau. So wie damals mit Doc.
und dem Binausalen, Dorsalen und mir fällt immer der dritte nicht ein. Stromumkehrer auf jeden Fall. Du Armer, meine Sensoren konnten dich nicht identifizieren. Ronny. Falls du ein Gehirnimplantat hast, komm bitte ein Stückchen näher. Falls nicht, zieh deine Chipkarte nochmal durchs Lesegerät. Und falls du gar kein Elysianer bist, fahr zur Hölle. Hölle. Schankedön. Schankedön. Gibt es Probleme? Gastfreundschaft geht anders. Sie lassen mich nicht rein. Umso besser. Wir haben ohnehin schon genug Schaden angerichtet. Da kennst du mich aber schlecht. Ich meine ja nur, du wirst doch später einmal die Welt retten, richtig? Da wäre es doch ungünstig, wenn man dich vorher über Bord werfen würde. Ist dein Glas eigentlich jemals halb voll? Was denn jetzt? Das ist bestimmt die Security. Schnell, versteck dich! Eigentlich ist es nicht die Security. Trödel nicht so. Wenn wir erst einmal verheiratet sind... Moment. Wo ist Frau Kinkel? Und was ist das für Gepäck? Tja, Überraschung. Ich habe Frau Kinkel überredet, dass ich dich an ihrer Stadt nach Deponia begleite. Was? Bist du von Sinnen? Dein Vater wird das nie zulassen. Mein Vater muss davon nichts erfahren. Also, was sagst du? Ich sage niemals. Ach nein? Es mag ja sein, dass du Paps um den Finger wickeln konntest. Aber nur weil er einer Verlobung zustimmt, heißt das noch lange nicht, dass ich einwilligen muss. Das sind die Waffen der Frau. Das ist Erpressung. Nenn es, wie du willst. Aber wenn du mich nicht mitnimmst, kannst du meine Hand anhalten, bis du schwarz wirst. Unmöglich. Diese Reise nach Deponia ist kein Badeausflug. Ich habe einen wichtigen Inspektionsauftrag. Oh, ich habe Precious Badeanzug vergessen. Ich sagte kein Badeausflug. Außerdem habe ich dir schon 1000 Mal gesagt, dass du diese niedrige Lebensform nicht Precious nennen sollst. Wie denn dann? Princess? Nein. Mindy? Nein. Candy? Auf keinen Fall. Nancy? Oh nein. Lady? Lauschen wir dem Wortgefecht noch ein wenig? Bloß nicht. Gut auf. Nein. Princess? Nein. Von vorn? Ja, okay, es geht wieder von vorn los. Ich möchte an der Stelle noch nicht dort reingucken. Dann erfahren wir nämlich, was Precious eigentlich ist. Aber das war's erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und für den Fall, dass ihr keine Folge verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace out, euer Raccoons Dead Play. Auf keinen Fall. Okay, dann auf keinen Fall. Nancy? Und wen noch? Eindeutig Lady. Bloß nicht? Oh. Gudrun ist das Beste. Ciao.